neues Talent. Ich glaube, da kann man nicht den einen Favoriten hier am Ende bestimmen. Game aber shot. Christopher Tonas hier mit dem 106er Checkout bringt sich da natürlich in eine ganz gute Position für den, ja, für den Turnierfavoriten. So, somit nochmal die Chance. Entweder über die 2 oder er geht direkt drauf. Er geht direkt shot. Drauf. Wenn es jetzt nicht die 143 Punkte für Pepe Steglich sind, die sind es nicht, dann gibt es Matchstarts für Christopher Tonas in diesem Spiel auf dem Streaming. 100. Und zwar 3 an der Zahl, aber gemäß der Doppelquote wird er so viele gar nicht brauchen, so viele Chancen. Doppel 10. Game Shot. 3:0. Christopher Tonas gewinnt gegen Pepe Steglich, also eine ganz entspannte, souveräne Geschichte.